So, Blanka, jetzt erzähl dir noch mal ein bisschen was. Jetzt sagen wir was vom Betriebsausflug. Zum Betriebsausflug muss man sagen, grundsätzlich, es sind immer die gleichen, die einen Betriebsausflug organisieren dürfen, beziehungsweise müssen. Sie haben damit zusätzliche Arbeit, meistens nur bedingt Freude und bekommen selten Dank dafür. So ist das Leben. Aber diejenigen, die sich dann auf die Gruppenfahrt begeben, können oftmals einen ganzen Samstag im Kreis von ca. 40 bis 50 Kollegen auf relativ engem Raum auf Heiterkeit und Frohsinn machen, dass es nur so kracht. Viele bemühen sich nicht nur witzig zu sein, manchen gelingt es auch aus dem Stand. Zum Beispiel klappt das gut bei Chefs, die das ganze Jahr über auf Distanz gehen und dann plötzlich einen Tag auf locker machen. Manchmal unterstreichen sie das auch noch durch legere Kleidung. Das kann sich dann prima ausdrücken in einem guten alten Streifenhemd. Vermutlich hat dieser spektakuläre Fehlkauf irgendwann mal zu irgendwas gepasst, das auch nicht schöner war. Zum Betriebsausflug wird es gerne kombiniert mit einer extrem harten Korthose in ekelhaft brauner Farbe. Das CI-Konzept stimmt aber letztlich dann doch, weil sie eine Wildlederjacke, auch elendsbraun und nach dem Motto Hauptsache zu eng, vermeintlich lässig umgehängt oder über einer Schulter baumeln haben. Im Bus lassen geht nicht, wegen Brieftasche und Hände. Das sind die Momente, in denen Chefs die Mitarbeiter erheitern und das nicht nur beim Betriebsausflug, sondern auch noch später beim Betrachten der Fotos, die meistens so lange an der Pinnwand im Büro hängen, bis sie ein Jahr später ersetzt werden durch Fotos mit ähnlichem Unterhaltungswert. Der normale Mitarbeiter hat bei der Auswahl seiner Freizeitkleidung meistens ein glücklicheres Händchen. Ja, und während der Busfahrt wird gerne auch schon ein bisschen gegessen und getrunken. Schließlich muss der Mensch ja 2 Stunden bis zum Lokalbesuch überbrücken. Zum anderen ist vermutlich ein Bus erst dann ein richtiger Bus, wenn er stinkt wie eine Imbissbude auf Rädern. Das Absingen von einfachem Liedgut im Bus ist auch sehr beliebt. Tapfere Busfahrer, der nicht gleich schnurstracks an den nächsten Baum rast, wenn er zum 1000. Mal mit dem alten Holzmichel beschallt wird. Ja, und dann kommen halt nur die anderen Stationen, dann gehen wir Mittagessen, dann machen wir Brotzeit. Und wie gesagt, irgendwann geht immer dann noch ein Kollege der Kollegin an die Wäsche, bereut es hinterher bitterlich, aber man kann nicht alles Beckenbauer überlassen und auf der Weihnachtsfeier, es muss auch am Betriebsausflug krachen.